Die Refluxkrankheit ist eigentlich eine vollkommen gutartige Erkrankung. Also jeder Mensch hat Reflux, jedem Menschen läuft mal Säure in die untere Speiseröhre und jeder kennt das sogenannte saure Aufstoßen. Refluxkrankheit, und das steckt da ja schon drin, bedeutet eben, dass das chronisch auftritt. Das ist ein geringer Teil der deutschen Bevölkerung, bei denen das eben chronisch und täglich auftritt. Wir unterscheiden auch noch Patienten, die eher am Tag oder eher in der Nacht unter Reflux leiden. Es gibt also viele Patienten, die nachts erwachen durch ein Brennen im Halsbereich. Und das definiert eigentlich die Refluxkrankheit, also ein wiederholtes und gehäuftes Auftreten, was eben durch sogenannte Hausmittel, also wie erhöhten Oberkörperschlafen oder ähnliches, eben nicht beherrschbar ist. Refluxkrankheit an sich ist erstmal nicht gefährlich, aber Sie können sich vorstellen, dass wenn längere Zeit Säure auf einen Bereich des menschlichen Körpers einwirkt, wo sie eigentlich nicht einwirken soll, dass es da eben zu Problemen kommen kann. Und das Problem ist am Anfang, dass es zu chronischen Entzündungen kommt, dass diese Entzündungen Schmerzen hervorrufen können und dass es eben bei einem Teil der Menschen eben tatsächlich auch zu Vorstufen von Krebserkrankungen kommt, nach längerem Reflux, das ist nicht nach kurzer Zeit. Und dass es eben bei lang andauerndem Reflux eben tatsächlich auch aus dieser eigentlich gutartigen Erkrankung zu einer Krebserkrankung kommen kann, die eben wirklich dann aufwendig behandelt werden muss. Die grundsätzliche Behandlung der Refluxkrankheit ist erstmal interdisziplinär. Wir haben ein Refluxzentrum an der Paulinenklinik. Das heißt, Sie müssen nicht befürchten, dass ich nur einen Hammer habe und alle Patienten werden sozusagen ohne Vorwarnung operiert, sondern wir behandeln die Patienten interdisziplinär. Wir machen eine sehr ausführliche Diagnostik. Wir haben alle notwendigen diagnostischen Verfahren eben zur Verfügung an der Klinik. Wenn eine chirurgische Therapie notwendig sein sollte, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die sogenannte Funduplicatio, wo Sie aus einem Teil des Magens im Endeffekt einen neuen künstlichen Schließmuskel herstellen. Und wir haben auch ein neues Verfahren, wo wir im Endeffekt einen Schrittmacher für den unteren Speiseröhrenschließmuskel implantieren können, das sogenannte Endostim-System. Für beides haben wir langjährige Erfahrungen und für beides können wir eben auch auf Langzeitergebnisse zurückblicken. Bei bösartiger Erkrankung ist es tatsächlich auch so, dass wir da sämtliche Therapieverfahren anbieten. Das heißt, wir können Eingriffe gleichzeitig am Bauch und am Brustkorb durchführen. Es gibt aber auch teilweise Erkrankungen, die man nur im Bereich des Bauchraums dann behandeln muss. Letztendlich, gerade für die bösartigen Erkrankungen, ersetzt nichts das persönliche Gespräch zwischen Arzt und Patienten.